herzliches Grüß Gott, grüßt Sie auch an die Schweizer und natürlich Servus auch nach Österreich. Ich habe jetzt das Geisterhaus untersucht. Der Spitzel, den haben wir ja in der letzten Folge getroffen, sollte ich nochmal nachgucken hier. In letzter Zeit werde ich in Uga von einem seltsamen Typen verfolgt. Sieht ganz so aus, ist klar, als Spitzel handeln würden. Doch von wem wurde ich werde meinen Aufpasser einfach nicht los. Ich muss unbedingt herausbekommen, wer ihn mir auf den Hals geschickt hat. Mal sehen, ob ich jemanden finden kann, der mir über den Burschen Auskunft geben kann. Ich könnte es ja mal in der Taverne probieren. Naja, da wird immer viel gequatscht, ist klar. Ich sollte aber dann am besten den Kerl in meiner Nähe haben, da ist er schwer fällt, ihn zu beschreiben. Ach du liebes Blüsschen, ja, in der letzten Folge habe ich ihn ja abhängen können, indem ich über die Mauer geklettert bin, um hier in dieses Geisterhaus zu kommen. Und jetzt gucke ich mal eben das unheimliche Haus. So, da steht noch nichts drin. Das heißt, Moment mal, irgendwer, der Wirt der Stadt Uga, das passt doch. Also, der Wirt hat mir davon berichtet, dass es hier lustigst spukt oder spukte. Naja, so schlimm war es hier nicht. Jetzt gucke ich mal eben. Ich bin ja böse irgendwie von oben runtergefallen. Also wo ist denn jetzt jeweils das Loch in der Decke? Ich schätze mal, ich komme auch nicht mehr so raus. Ich müsste mich also rausbimseln. Das hatten wir ja gehabt, aber da sind wir nicht. Da ist das Loch. Siehst du? Da oben ist das Loch. Da kommst du also so nicht mehr raus. Und unten sind wir auch nicht weitergekommen. Bis auf diese 4-5 Erker, die da waren. Also werde ich mir jetzt erstmal meine Rune anlegen für nach draußen, ne? Also in Uga. So, die hatte ich schon angelegt. Ich musste nur nachgucken, welche Nummer das war. Das war nämlich die Nummer 8. So, jetzt bin ich wieder hier. Erstmal gucken. Ich befinde mich sozusagen wieder vor dem Tor. Halt, Fremder. Wer nach Ugar will, muss sich ohne Widerrede den Gesetzen der Stadt unterwerfen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass du hier keinen Streit anfängst. Hm. Wenn du Ärger machst, wird dich der mächtige Tartaron bestrafen. Ich warne dich nur einmal, Fremder. Bedenke das. Und nun darfst du Ugar betreten. Ja, kommt reichlich spät, finde ich. Aber kann das sein, dass wir hier an einer völlig anderen Stelle sind? Das sieht so aus, Leute, ne? Erstmal nachgucken. Was haben wir hier, Sklavin? Hey, wie geht's? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Hey, noch du? Was? Wie geht's? Ach ja, geht so. Okay, ich höre Würfelgeräusche, also hier, okay, was wird das hier, wenn's... also ich schätze mal, das ist auch hier ein Fehler. Gibt hier in dieser Map leider Fehlerches. Werde aber hier nicht die Apfel und die Bananen nehmen. Nachher kriege ich von ihr einen mit dem Besen übergebraten. Komme hier nur mit Knacken rein. Okay. Wunderbar. Waffen. So viele Waffen. Ich bin immer jetzt ein bisschen ruhig, weil nachher ist da jemand, der mich versucht zu netzen. Speichern. So, und wo kamen jetzt die Würfelgeräusche her? Die habe ich doch gehört, hier unten irgendwie. Oder kommt man hier so rein? Ach ja, lustig. Ah ja, hier Mirko. Der Wirt. Hier ist ein Wirt. Aber das ist wahrscheinlich deine Ware. Der Wirt. Tank der Geschwindigkeit. Was hat er denn hier? Auffälliges. Stopp, Fischsuppe. Bringt mir nichts. Was haben wir hier?
Schmackhafte Karottensuppe. Was haben wir denn hier? Leckere Kartoffelsuppe. Ah, kann ich mal alles selber. Und was haben wir hier? Gute Zwiebelsuppe. Dann schauen wir mal. Birnenkompott, Brotsuppe, Karottensuppe. Dann Zwiebelsuppe, kräftige Schinkensuppe, Kartoffelsuppe. Okay, das ist also der Wirt. Mit Mirko werde ich wahrscheinlich würfeln können. Hallo, darf ich erfahren, wer du bist? Klar, ich heiße Mirko. Und du? Roland, was machst du hier? Ich spiele. Hättest du Lust, mit mir zu würfeln? Später. Der Eins beträgt 50 Goldstücke. Mit etwas Glück kannst du dann das Doppelte gewinnen. Nun, wie sieht's aus? Vielleicht später. Wie du willst. Du findest mich meistens hier in der Taverne. Okay. Danke, dass du mir das schon weggenommen hast. Hallo, Roland. Wer bist du? Ich bin der Rolf und verdiene mir ein paar Kröten dadurch, dass ich hier in der Taverne etwas Musik mache. Ach naja, besser als nichts. Hauptsache, ich kann davon leben. Und was kann ein ehemaliger Sklave auch schon groß verlangen? Als ich krank wurde, konnte man mich in der Mine nicht mehr brauchen. Und ich war froh, dass man mir diesen Job angeboten hat. Sonst wäre ich bestimmt irgendwann vor die Hunde gegangen. Wie werdet ihr von den Assassinen behandelt? Ach, frag mich lieber nicht. Ich will keine Probleme bekommen. Verstehe. Rolf? Rolf, der Musik macht? Da kenne ich nur einen Rolf. Aber ob da auf ihn angespielt wird, also Rolf Zukowski und seine Freunde. Ich will es mal nicht hoffen. Ja, wir werden hier... Ach, hier geht's auch noch rein. Also, ich will ja erstmal zu der anderen Kneipe. Was ist denn das jetzt alles plötzlich? Wo bin ich denn hier? Ich bin noch in Uga, oder nicht wahr? Das sieht aus wie eine Tribüne. Eine Tribüne? Und das da unten ist eine Arena, wette ich. Ich bin doch jetzt in Uga, oder nicht? Wasserfass? Ja, es passt. Was ist das? Ein Häufchen... Rostige Schwedge. Hier haben wir was weiß ich. Die Bühne der zweiten Klasse. Logisch. wo bin ich? Ich bin doch in Uga. Ach ja, ich bin in Uga und das ist unser Seemann Klaas, nicht? Da war doch auch noch was. Ja, das muss ich später machen. Ah, richtig, das war ja wieder in Patara. Patera, Patara, Patata. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier genau bin. Ich muss mal eben die Karte mal wieder auswählen für Uga. Da ist sie. Ach, jetzt bin ich doch wieder hier ganz rechts. Aha. Gut. Hole ich sie nochmal mit M rein. Gibt's wieder die. Das ist auch ein bisschen umständlich. So. Ich soll ja zum durstigen Assassinen den Wirt anquatschen. Wo war denn das nochmal? Ich glaube hier durch die Passage durch. Oder? Das ist Tachel. Dann wir mal gucken. Ah ja, richtig. Ja, ich glaube jetzt hier links rum. Genau, richtig. Und da ist hier die Kneipe zum durstigen Assassine. Ah nee, das ist eine Herberge, oder? Nee, das ist ja die Herberge. Ich brauche die durstigen Assassinen. Wo ist jetzt der wieder? Oder war das... Nee, das war es nicht. Da ist Tares... Tataron drin. Da ist eine Kneipe. Nee, da ist der Lebensmittelhändler. Ne? Okay. Da war ich noch gar nicht drin. Hier kann man wieder... ziemlich viel Sachen holen. Hier, da wollen wir mal gucken, was es hier alles zu holen gibt. Hier haben wir eine Kreatur. Boah! Goldener Kelch! Silberkelch, 1000 Gold. Und was ist das? Assassinenhändlerkleidung. Na, wenn ich mich da jetzt nicht unbeliebt gemacht habe, liebe Leute. Und hier gibt's wieder gesammelte Erfahrungen. Die wollen wir mal gleich mal einsammeln. So, da sind sie. Verstehe. Ja, liebe Leute. Wie viel haben wir denn jetzt an
Oh, das ist nicht mehr viel. Ja, schauen wir mal weiter, liebe vier Freunde. Wie komme ich denn jetzt auf Alpha Jim, auf den Jimmick? Oh, da ist José, der Fake da. Ein Silberteller. Hast du das mit? Ist Wein? Okay, José, los, komm. Hallo, Quatschen. Was ist das hier für ein Haus? Ja. Es gehört den reichen Kaufleuten Harung und Iskra, Fremder. Ich bin José, ihr Diener. Kann man bei euch auch ein Zimmer für die Nacht bekommen? Nun, im oberen Stockwerk vermieten meine Herren Zimmer an vornehme Gäste. Nimm es mir daher nicht übel, wenn ich dir sagen muss, dass du bei uns kein Zimmer bekommen kannst. So, und wo bitteschön könnte ich hier in Uga ein Zimmer bekommen? Beim Kaufmann Bahal, der neben dem Haus des großen Magiers Hatten wir schon, ne? wohnt. Gut, dann werde ich ihn und sein Haus mal aufsuchen. Bahal ist, genauso wie mein Herr Iskra, tagsüber am Marktplatz. Im Haus des Kaufmanns ist aber noch Rosco, sein Diener. Der wird dir sicher weiterhelfen können. Okay. Den lassen wir erstmal den Schlüssel. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier drinne war. Genau. Das heißt, Milch, Brot und Äpfel, Käse, alles schön erstmal wegnehmen. Oh, da lief gerade einer vorbei. Was wolltest du da drin, hä? Entschuldigung, Kasim. Entschuldigung, Hector. Warte mal. Bleib mal hier. Okay, seine Pflanzen zustellen. Jetzt suche ich aber noch den durstigen Assassinen, also das, die Kneipe, wo ist die denn? Ach, da bin ich ja durch, okay. Dann hat es also zwei Eingänge zum durstigen Assassinen. Wo könnte das wohl sein? Ich werde mich wieder melden, wenn ich diese Kneipe gefunden habe. Ich hätte gar nicht stoppen brauchen, weil ich bin jetzt hier gerade eben kurz drin gewesen, habe hier noch einen Sack mit Mehl und Brot gefunden. Und hier so ein paar Kokosmatten oder was das ist. Ist das ein Bett? Ist das eine Schlafmöglichkeit? Sieht fast so aus. Oder einfach nur Stroh, welches hier zum Trocknen ausliegt. Ist hier eine Leiter drin? Nein. Ja. So ist das, wenn man ein bisschen voreilig ist. Das ist die Rückseite von dem... Moment, was haben wir hier? Das ist ja das Lagerding. Da waren wir eben drin. Also wie schon gesagt, ich melde mich dann wieder wegen dem Assassinen. Zum durstigen Assassinen geht. Sollen. Sind wir? Hey, ich hab's gefunden. Zum durstigen Assassinen. Wollen wir mal den Wirt belabern? Mhm. Er hat nichts zu sagen. Irgendwie habe ich dann wieder was wahrscheinlich durcheinander gebracht. Ach, dann war ich vorher... Ich war vorher sowieso drin. Aber was war denn jetzt mit dem Wirt? Und dem Geisterhaus? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Also das unheimliche Haus. Nochmal, vielleicht habe ich das Ehefehler völlig... Der Wirt der Stadt Uga warnte mich davor, einem alten verlassenen Haus zu nahe zu kommen, das sich im Nordosten der Stadt befindet. Angeblich soll es dort spuken. Der Besitzer des Hauses, ein Alchemist, siehste, war ich wieder zu schnell. Sorry, Leute. Ist schon seit langer Zeit verschwunden. Seitdem sind aus dem Haus seltsame Geräusche zu hören. Also, ich habe nur eine Info bekommen, aber dass ich wieder zurückgehe, das ist jetzt nicht erforderlich. Deswegen, Pedro hat nichts zu sagen, habe ich eben ausprobiert. Deswegen versuche ich jetzt mal weiterzukommen und erstmal Tamara. Abdallah, da ist er. Was? Nichts fremd. Ja, okay. Apropos Spitzel, Hinweis. Der Spieler, ach hier, Mirko, das ist bestimmt Mirko, genau. Aus Uga bot mir hingegen zu, wenn ich ihn besiege, kann ich jeweils 50 Goldstücke gewinnen. Beim Spielen sollte ich besser eigene Würfel benutzen. Auch einen Würfelbecher sollte ich haben. Kennen wir. Vielleicht kann ich beides beim Wirt kaufen. Hinweis, Würfel muss man wie ein Amulett. Logisch.
Der Spitzel, das interessiert mich mehr. Jetzt hat er, ich werde meinen Aufpasser einfach nicht los. Ich muss unbedingt herausbekommen, wer ihn um Hals geschickt hat. Mal sehen, ob ich jemanden finden kann, der mir über den Burschen Auskunft geben kann. Ich könnte es mal in der Taverne probieren. Ich sollte daher am besten den Kerl in meiner Nähe behalten. Ich kam doch gerade aus dieser Taverne. Aber jetzt komm mal mit. Komm mit. Ja. Komm mit. Also das ist ja hier eine Taverne. Also hier steht zwar zum Toastigen Assassinen, aber das ist jetzt so. Genau, richtig. Kommst du jetzt mit? Was ist denn los? Er hat Muffe, wa? Jetzt ist er plötzlich wieder weg. So, los, 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 los. Komm mit rein, komm mit rein. Komm, 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 komm. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir eine hier. So, so wird. Kannst du was über diesen Heinz hier sagen? So funktioniert's. Sag mal, kennst du den Typen, der mich ständig beobachtet? Ja, das ist Abdallah, einer von Tartarons Spitzeln. Was will der Kerl von mir? Nun, ich denke mal, dass er von Tartaron den Auftrag hat, dich zu beobachten. In Uga wird jedem Fremden misstraut. Und gerade Tartaron will wissen, wer in seiner Stadt herumspaziert. Na toll. Das heißt, ich muss mir diese Überwachung jetzt gefallen lassen, oder was? Nun, es gäbe da eine Möglichkeit. Du müsstest Abdallah auf eine falsche Fährte locken, sodass er mit etwas anderem beschäftigt wird. Dann wird er dich in Ruhe lassen. Aber wie könnte ich das machen? Lass mich mal überlegen. Ja, ich hab's. Allerdings müsstest du mir 50 Goldstücke geben, bevor ich dir helfe. 50 Goldstücke? Und was ist, wenn dein Plan schief geht? Der geht ganz bestimmt nicht schief. Das garantiere ich dir. Naja. Sind wir mal gespannt. Ich werde aber erstmal zwischenzeitlich speichern. Und den Wirt mal um 50... Hey, Goldstücke reicher machen. Hier hast du deine 50 Goldstücke. Gut, du wirst es nicht bereuen. Wie sieht jetzt dein Plan aus? Nun, wir werden jetzt einfach so tun, als ob wir uns über einen Schatz unterhalten würden, den man hier in der Nähe heben kann. Du wirst sehen, wie schnell Abdallah hinter diesen Herr sein wird. Wie? Das soll jetzt dein toller Plan sein? Ja, was gefällt dir denn nicht daran? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass uns Abdallah diese Geschichte mit dem Schatz abnehmen wird. Man sieht, dass du ein Fremder bist. Hier in der Gegend gibt es eine ganze Menge verborgener Schätze. Tatsächlich? Ja, die ganze Gegend hier ist schon seit Jahrhunderten der Schauplatz von Kriegen und Raubüberfällen. Heerführer, Abenteurer und Wüstenräuber haben im Laufe dieser Zeit ihre gehorteten Schätze Sand der Wüste vergraben. Und in den Katakomben unterhalb unserer Stadt werden ebenfalls solche Schätze vermutet. Ui. Interessant. Und wurde denn von diesen Schätzen auch mal etwas gefunden? Natürlich, obgleich das nicht immer ganz ungefährlich war. Na gut, angenommen, Abdallah beißt an. Wie würde es dann weitergehen? Abdallah wird mich sehr wahrscheinlich nach unserem Gespräch fragen, worüber wir uns unterhielten. Und da werde ich ihm weismachen, dass du nach dem Schatz des Herakles suchst. Der Schatz von wem, bitteschön? Des Herakles. Dessen Schatz soll irgendwo in den Katakomben zu finden sein. Ahmad, der Kartenhändler, hatte mir mal eine Karte von diesem Schatz verkauft. Aber ich konnte mit dieser sogenannten Schatzkarte nichts anfangen. Ich habe da unten auf jeden Fall keinen Schatz gefunden. Sehr wahrscheinlich hatte man sich den Schatz schon längst geholt, wenn es ihn überhaupt gegeben hat. Tja, da habe ich mein Geld umsonst ausgegeben. Aber so ist das nun mal mit der Schatzsuche. Nicht jede Schatzjagd bringt einem was ein. Damit muss man leben. Aber jetzt können wir Abdallah damit eins auswischen. Und das freut mich sehr, denn diesen Spitzel konnte ich noch nie leiden. Na, hoffentlich beißt er an. Ich glaube schon. Komm morgen nochmal vorbei. Dann sage ich dir, ob es geklappt hat.
Ja, okay. Also, Abdallah scheint doch nicht ein guter Typ zu sein, doch ein Spitzel und überhaupt, das hat ja uns der Wirt bestätigt, Gazpacho. Mit Mirko möchte ich noch nicht spielen. Ja, bis morgen dann, ne? Also, würde ich gleich mal irgendwo eine Runde pennen wollen. Mache ich am besten gleich hier in der Nähe. Zwariko. Ach, weißt du was? Springen wir mal hier runter. Batsch. Dann werden wir hier unseren Schlafsack ausbreiten und dann nur überspringe ich das ganz einfach, wenn wir am nächsten Tag wieder wach werden. Ach ja. Hab ja bis zum nächsten Morgen schlafen dürfen können, weil ich ja, weil in Uga ja keine Hitze herrscht. So, dann gehe ich mal hier wieder rein. Muss ich auf den unkonventionellen Wege mal reinhechten und den Wirt nochmal besprechen. Wo bist du denn, Wirtchen? Wie spät haben wir es denn? 8:06 Uhr? Na? Hab ich ihn irgendwie übersehen? Hier ist nur Rolf drin. Hier ist die Tür auf. Warum ist die Tür auf? Ja, okay. Hier ist auch keiner drin. Das ist ja dieses separate Spielzimmer mit Riesenweinfass. Ja. Ah, da kommt er gerade rein. Der Wirt. Warum ist er so schnell? Warte mal. Okay. Wegen Abdallah. Wegen Abdallah. Ah, da bist du ja. Und? Hat Abdallah angebissen? Und wie? Der war ganz aus dem Häuschen, als ich ihm meine alte Karte angedreht habe. Der wird jetzt mehrere Tage unten in den Katakomben beschäftigt sein. Mach's gut und danke. Gut. Warte mal, ich würde gerne mit dir etwas besprechen. Um was geht es? Ich habe den Eindruck, dass du ein tatkräftiger Bursche bist, der nicht gleich vor jeder Schwierigkeit davonläuft. Kann schon sein. Und weiter? Ich habe ein Problem mit meinen Mietern, denen ich auf der Rückseite des Gebäudes ein Zimmer vermietet habe. Zahlen sie etwa nicht? Doch, meine Mieter halte ich. Aber wenn sie so weitermachen wie bisher, dann bekomme ich noch den größten Ärger mit meinen Nachbarn. Was ist das Problem? Sie rauchen den ganzen Tag. Es ist bereits so schlimm geworden, dass man Zimmer vor lauter Qualm nicht mehr betreten kann. Außerdem stinkt es so, dass sich viele Leute schon beschwert haben. Manche Gäste haben schon gedroht, mein Lokal nicht mehr zu betreten. So wütend sind die Leute bereits auf mich. Ich muss daher die drei so schnell wie möglich loswerden. Dann kündige doch einfach das Mietverhältnis. Wenn das einfach wäre. Sie weigern sich, die Wohnung zu verlassen. Und wenn ich ihnen drohe, dass ich sie rauswerfen werde, dann lachen sie mich nur aus. Dann melde doch die Sache. Du meinst Torres, dem Kommandanten der Wache? Ja. Der hat keine Zeit für solche Geschichten. Er hat selber jede Menge Probleme, um die er sich kümmern muss. In meiner Verzweiflung habe ich mich sogar schon an Mansur gewandt, um bei ihm ein paar Schläger zu bekommen. Aber er will hierfür sehr viel Gold haben. Das würde mich ruinieren. Wenn du aber bereit wärst, mir zu helfen, würde ich dir 300 Goldstücke geben. 300 Goldstücke? Mehr geht beim besten Willen nicht. Also, wärst du bereit, mir zu helfen? Klar. Du willst also, dass ich die drei vertreibe? Ja, aber töte sie bloß nicht. Mit Mord will ich nichts zu tun haben. Verstanden? In Ordnung. Ich werde mich um die drei Vögel kümmern. Sehr gut. Okay. Sorry, ich habe ihn zu früh angesprochen, deswegen hat er noch mit dem Rücken zu uns gesprochen. Gucken wir mal eben ins Logbuch. Mietnummern, ach wie modern. Und vor allem auch noch Rauchende. Okay, jetzt muss ich und hier Schatzsuche in den Katakomben. Abdallah ist jetzt unten in die Schatzkatakombe da rein. Der Spieler, der Aufseher. Jetzt gehen wir mal gucken, wo sind denn jetzt hier diese Mietnummern. Ich weiß, ich habe sie vorher ja gesehen in so einem Räumchen, wo es nur gequalmt hat, wie nur was. Muss ich danach suchen und mal kurz überspringen. Mal kurze Zwischeninfo. Ich befinde mich jetzt auf so einer Holzbrücke in diesem Gebäudekomplex. Bin hier von unten reingekommen und habe da noch einen Lederbeutel gefunden, ein paar Früchte und hier ist nichts mehr.
Ja, ich war, glaube ich, hier schon mal. Was geht noch hoch? Ich suche immer noch die Mietnomaden. Vielleicht bin ich auch wieder ganz falsch. Ich kann mir das sogar gut vorstellen, dass ich wieder ganz falsch hier bin. Oder schon mal da war. Er hat ja gesagt, im Hinterzimmer, oder? Die drei sind Kettenraucher und wird irgendwie nur, wenn ihm. Okay, da steht nichts drin, wo genau die sind. Mal gucken, wo das hier ist. Aha. Moment. Was ist hier los? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Habe ich die schon? Nee, habe ich noch nicht. Ohoho. Okay. Ui. Laborwasserflasche und Essenz der Heilung. Ja, also war ich hier noch gar nicht drinnen. Da gucken. Von da bin ich gekommen. Jetzt kann man hier noch raus. Diese große Terrasse. Hä? Was ist denn das für eine Architektur? Ich habe eine schöne Aussicht hier. Herrlich, 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 herrlich. Nur keine Mietnomaden. Die werde ich noch finden. Ich hoffe es. Machen wir hier mal einen Sprung, ne? Dann gehen wir wieder runter und suchen weiter nach den Mietnomaden. Ja, in diesem vertrackten Gebäude bin ich jetzt unten angekommen und soweit ich mich erinnern kann, war doch hier so eine Seitentür. Ja, ja, da sanz die eifriger Raucher. Genau richtig. Da ist ein Theo, ich glaube, das ist wohl der Ansprechpartner. Den hatten wir ja schon mal gelabert. Der Wirt schickt mich. So, was will er? Ihr sollt euer Zimmer räumen. Ach. Und wenn wir das nicht wollen, was dann? Dann werde ich mich mit euch unterhalten müssen. Na und? Meinst du etwa, wir hätten davor jetzt Angst oder was? Na schön, dann gibt es eben was aufs Maul. Komm her, Mistkerl. Oh, gleich alle drei, alle vier, alle fünf. Hörst du schlecht? Ich sag dir, weg mit der Waffe. Du hast es nicht anders gewollt. Ah. Hab ich die jetzt getötet oder was? Okay. Steck die Waffe weg. Moment. Stopp mal. Hab ich jetzt irgendwas durcheinander gebracht? Der eifrige Raucher? Wo ist Theo jetzt? Theo, mal eben schnell noch looten. Nein, oh, Mist! Mein Schädel. Oh Mann, mein Kopf. Ja, Theo. Verdammt, meine Knochen. Und jetzt sieh zu, dass du mit deinen Kumpels von hier verschwindest. Ist ja schon gut, wir gehen. Hoffentlich. Oh. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es auch. Schwupps, die Wupps, können wir hier noch was mitnehmen? Ja, richtig schön viel Tabak. Oh, ich habe jetzt wieder, die Musik ist nicht an. Dim, 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 dim. Nee, ich glaube, ich mache sie wieder an. Wenn ich das hier ersatzweise mache, ist das bescheuert. So, Musik ist wieder da. Dann geht es wieder zurück zum Wirt. Moment mal. Es ist noch jede Menge zu holen. Sehr schön. Ah, Zeit ist dafür noch. Das ist schön. Was haben wir denn hier noch alles? Lecker ab. Oh, Lagerhaus. Das ist ja das Lagerhaus. Aber wieso nicht, ne? Da kommen wir auch so an die ganzen Geschichten ran.
werde das mal überspringen. Okay, alles gelootet und die Truhe war nicht verschlossen und hier holen wir uns mal eben schnell noch die Mana, den Mana oder die beiden Mana-Tränke ab. So, jetzt suchen wir wieder mal den Wirt. Der war doch irgendwo hier, ne? So. Wo bist du, Wirt? Ach, du fegst jetzt mal. Der ist sehr sauberer Wirt. Deine Mieter haben ihr Zimmer verlassen. Tatsächlich? Wie hast du das nur geschafft? Das bleibt mein kleines Geheimnis. Ich will es auch gar nicht wissen. Hauptsache, sie sind endlich weg. Ich danke dir für deine Hilfe. Hier hast du deine Belohnung. Das war klasse. Ja, wenn das so einfach wäre. Hier gibt es keine Gesetze. Hier herrscht nur das Gesetz Faust oder Schwert. Ja, gucken wir nochmal eben kurz in die erfüllte Mission. Mietnomaden. Ach, schaut mal, ich habe dem Wirt mitgeteilt. Und habe dafür 3 Goldsäcke mit jeweils... Aua, sehr gut. 100 Goldstücken bekommen. Der Spitzel ist auch erledigt. Bin Abdallah los. Das ist gut. Leute, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich sag mal Tschüss und ja klar, ein Like und einen Kommentar geben, falls euch noch was aufgefallen ist, was ich hätte besser machen können, was ich vergessen habe. Ihr kennt's ja. Ihr seid cool. Also macht's gut. Tschüss.